Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Forstletz mit dem Markus. Ja, servus Leute, und jetzt werde ich beobachtet und jetzt haue ich sicher gleich über die komplett zusammen. Na, normalerweise müsste ich das auch unter Beobachtung zusammenbekommen. Haben wir zwar jetzt diesmal nicht so schön in der Mitte wie sonst. Ich tue das Na? halt alles von der Krankenkamera aussteuern. Jetzt sehe ich halt nicht ganz Du genau, wo bist die. ein bisschen, du könntest ein bisschen näher zu dir Ich habe hin. es gerade gesehen. Du bist, glaube ich, fast auf den Spitzen. Das habe ich gerade gesehen. Na komm, schwenk Mach rüber. jetzt den Einweiser. Das könnte schon passen da, oder? Ja. Ja, wenn er jetzt reinrollt, perfekt. Perfekt. Da können noch ein, zwei hin. Ja, zwei Ja, Stück zwei, würde ich drei hau ich sagen. noch drauf. Man soll ihn ja nicht zu überladen. Aber ich würde da. Vielleicht kriege ich. Nein, den ganzen Haufen werde ich nicht mehr drauf bekommen. Aber ich habe da ziemlich eine gute Position jetzt gefunden, wo ich da stehe. Halt, derweil habe ich alles greifen können. Jetzt bin ich schon bei den letzten Stämmen da. Da wird schon ziemlich kritisch. Den einen werden wir noch schaffen. Vielleicht nachher noch einen. Du musst nachher mit einem Merlot verladen, ne? Am Sägewerk. Oder wir lagern die mal am Sägewerk. Ja, aber dann müssen wir es auch abladen. Ja. Ich habe kein Problem mit Merlo, aber wir werden vielleicht auch. Wir haben genug Geld. Dann probieren wir halt einmal den anderen aus. Den schon Standardspiel. Ja, aber ich glaube, dass der auch diesen Schaufelback hat. Und darum geht's mir ja gerade Naja, eigentlich. aber dann mach's halt ich. Ja. Es geht mir Können wir nur gerne beim mal machen. Merlo, ist einfach, dass das Gewicht einfach zu heftig ist. Finde ich zumindest. Ja, gerade kann ich wieder entlasten. Wunderbar. So, perfekt. Da bringe ich noch drei, vier Stämme rauf. Ich hoffe, dass ich das noch da klänge, ohne dass ich da jetzt hin und her fahren muss. Aber ich glaube, das war jetzt der letzte. Ich Ah, glaube, ich wenn habe die vergessen. alle keine Äste mehr haben, dann wird die Ich tue Performance auch ganz kurz geil. speichern. Ja. Weil ich habe mir gedacht, bevor wir da jetzt nachher Bug haben. Das habe ich vergessen außerhalb von der Aufnahme, weil der Guten mich unbedingt zuschauen wollte. Ich mir gedacht, na, dann habe ich schon wieder drauf vergessen. Weil falls dann, Das bevor wir dann nachher den Bug haben, dass nachher der Speicherstand wieder irgendwie hinten ist. Na geh komm. Greif doch. ah, ich glaube, ich habe gerade so ziemlich alles im Griff beim Entasten. Das ist mal ziemlich cool. Weil ich glaube, wenn man hier, wenn es mit dem Entasten im Multiplayer perfekt funktionieren würde, hätte ich hier, glaube ich, in ein bis zwei Parts den kompletten, alles, was sie gefällt haben, entastet. Und Ja, dann genau, und dann läuft die ist. Performance auch um einiges Ich habe wieder jetzt stärker. 30 FPS, halt, das kommt nicht mehr drauf an. Es schwankt immer so ziemlich stark hin und her. Muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das Problem ist einfach hauptsächlich das Collies berechnen. Und ich glaube, das macht der Host Ja. deshalb mit. Ich habe Deshalb ich hab rumst es da vor. halt gerne Ich war mal. vorher ganz kurz beim Money auf dem Server, halt TS-Server. Ja. Und die haben den Forstmod jetzt auf ihren Turbos eingebaut, halt mit das spielen sie auch, und haben probiert den Server da vom, was ist da vom Papa, der hat ihnen ja einen kompletten Root-Server sozusagen zur Verfügung gestellt, zum Absturz zu bringen, mit dem Forstmod. Es ist ihnen wieder nicht gelungen, ihre Rechner sind abgeschmiert davor, und der Rechner wäre halt, der Server wäre halt zum Aufnehmen extrem genial. Ja. Komm, fixier den Scheiß. Müssen wir mal mit Papa Flick flirten. Papa Flick, jetzt muss ich Heißt den er nicht Ba. so? Ich weiß nicht, wie er genau heißt. Deshalb muss ich ihn fallen Schönen lassen. Gruß an der Stelle, wenn er zuguckt. Coolen Server hast du. Ja, der hat gesagt, zur Hälfte war er ausgelastet, zur Hälfte war der RAM ausgelastet, wo sie das probiert haben. Sie haben auf der Turbos Map, auf der kompletten, auf dem kompletten Feld 12. Wenn der das was sagt, das ist das gleich neben dem Hof. Ja, Haben sie ich glaube komplett schon. Bäume angefällt und alles umgehaut. Das ist ein bisschen größer als das, wie hier halt. Ja, das werden sicherlich über 1000 Bäume gewesen sein. Ja, halt, ich schätze um 500 auf jeden Fall. Guten, kannst mal du kurz schauen? Hast du gerade Zeit? Ja, Ich sehe ja. nicht über den Anhänger drüber mehr. Oh, hier immer auf der Motorhaube vom 936. Etwas näher zu dir. Ah, das passt, das passt. Okay, ich glaube, ich kann ihm noch weiter rüberlegen. Ist drüben kein Blatt? Ist das schon der letzte Stamm, der da drüben liegt? Ganz bei den Rungen? Okay, weil Ja, ja. dann lege ich da noch zwei, drei in die Mitte, das sollte sich noch ausgehen. Ja, zwei oder so. Ich würde ihn jetzt nicht komplett überladen, Da! weil der ist jetzt eigentlich schon sehr bündig. Das geht schon. Ich will es einfach ausprobieren. Ich will ihm einfach so richtig Und dann fahre ich den gleich weg und ein Feuerwerk. Pornös machen. Ich will ihm so richtig. Schau, jetzt habe ich zwei Stämme, die schön zusammen, die muss ich jetzt einfach drauflegen. Aber, ob ich die noch.
Ob ich die da kurz aufmachen kann und dann runterziehen. Das war. Ah, okay, es ist ein bisschen der Greifer jetzt ein bisschen schief, aber besser als gar nichts. Na, es geht immer noch nicht mit dem Entlasten gerade. Ja, nicht lassen, ich bin eh jetzt gleich vor. Kannst du mir dann auch mal schauen gleich? Weil Ja, dann. ja. Ich weiß zwar jetzt ungefähr, wo ich hin muss, aber. Musst du natürlich gerade mal ganz übertreiben, ne? Was? Zwei? Ich habe vorher Willst du drei mir gerade ein gehabt. schönes Thumbnail spendieren oder wie Na, hast du es ist gedacht? gerade eh ein schieres Thumbnail, weil die Greiferzange so verdreht ist. Soll ich ein bisschen noch zu mir oder geht das da? Das geht. Wirklich? Ein bisschen absenken. Vielleicht noch ein bisschen von dir weg eher, aber doch. Noch was? Ah, muss ich selber Na, schauen ich würde jetzt. es so lassen. Ich schaue jetzt kurz mal Einer selber. geht vielleicht noch da, aber. Ah, da hau ich noch einen rein. Gut, Das geht gut. schon. Das machen wir schon. Wir fahren ja nicht unnötig. Ja, ich habe auch von einem Zuseher den Fliegel Holzerflieger zugeschickt, also sozusagen, dass wir den reinnehmen sollen oder zumindest anschauen. Wir werden uns die ganzen Mods auf jeden Fall, was ihr uns schickt, und wenn ihr auch private Mods habt, sind wir auf jeden Fall glücklich, wenn ihr uns da was schickt. Halt zumindest wäre ich da glücklich. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr uns da irgendwo, wenn ihr irgendwo was her habt, wäre das genial. Ich nehme da gerne Haben zum alles Beispiel an. schon darüber nachgedacht, dann wirklich so einen großen Holztrailer und dann den mal zu beladen und mit LKW wegzufahren. Wäre auch cool. Quasi den abholen zu lassen hier von der Firma. So, der letzte Stamm ist das jetzt, der drauf kommt. Glaube, ich lasse jetzt erstmal mit dem Entasten. Das ist Ich Quatsch. mach's gleich. Hart geht's gar nicht, die letzten 2, 3 Minuten. Ja, lass es. Schau mal lieber noch den einen Stamm. Aber Genau. normalerweise sehe ich ihn eh, wo er hin muss. Ich habe zwar jetzt hab eine andere Position, deswegen sehe ich den nicht mehr so ganz genau. Etwas weiter, ja, rüber, rüber, rüber. Stück. Stück. Stück, Stück. Noch ein Stück, so. Ja, so ist gut. Jetzt loslässt, sollte er perfekt da reinholen, ja. Brauchen wir noch einen? Oder Nee. aus? Ich würde Passt. sagen, wir machen aus, weil die sind teilweise auch so ein bisschen in Bewegung, habe ich das Nein, Gefühl. nein, die sind nicht in Bewegung. Das war nur, weil ich den drauf fallen Gar habe lassen. einfach. So, perfekt. Schöne Wow, das Portion. ist mal eine Bist du Ladung. deppert? Das macht Fährst du Spaß. den, Puma? Na, ich will den tasten, hätte ich gesagt. Dann kannst du Okay. rüberfahren, wenn du willst. Weil den tasten kann halt ich doch besser. Ja, ist einfach als Hostnial und als Client, naja. Ja, kannst du vergessen, nahezu. Ja, Und es geht das. schon, aber es nervt einfach gerade in der Aufnahme, wenn man 3 Minuten lang zwischen in den Schlepper einsteigt, 5 Meter fährt, Ja, eine und. andere Kettensäge nimmt und dann immer hin Ja, und und du her. hüpfst halt dann auch genau zwischen den Ästen nur herum und siehst nur grün. Ja. Es kann halt nur jetzt sein, dass du relativ Lex, halt sozusagen, ja, wie wenn Lex hättest. Aber ich habe eigentlich konstante 25 jetzt gerade. Na, es geht gerade schon echt. War jetzt auch nur Stufe 2 ab gerade. Ja, Also das ist ich. über den Forstweg aber eh mehr als wir ausreichen mit der Ladung. So, schauen wir mal, dass wir die Bäume da Finde es auch jetzt einfach nicht so kriegen. schön. Ich war da früher ja eigentlich, ich war ja, muss ich zugeben, ganz am Anfang bei LS13 und eigentlich immer bei LS13 oder LS11. Mit den Let's Plays habe ich eigentlich zum ersten Mal so richtig LS gespielt, dass ich mir Dinge erspart habe. Vorher war das immer so, ja, ich spiele eine Stunde LS. Dann hatte ich keinen auf die Oldtimer, dann habe ich mir eine Million gecheatet, mir die großen Sachen geholt und dann nochmal 3, 4 Tage gespielt und dann war es halt irgendwie durch, weil man ja wieso genug Geld hatte und hat sich bei mir erst mit den Let's Plays so langsam geändert bei LS. Und extrem halt nachher mit Rivers Projekt. Da war es ja Ja, nachher eigentlich komplett. von dir damals. Als Cover noch dabei war, war das ja auch noch nicht so ganz so. Da habe ich mir zwar immer vorgenommen, so, wir machen nur so Gespanne, die halbwegs passen vom PS und so weiter her, aber ich hatte ja im Endeffekt auch nicht so wirklich Ahnung. Deshalb habe ich manchmal mich deutlich verschätzt, sage ich mal. Ja, Ahnung, das ist halt. Sagen wir so, ich habe auch nicht die Wahnsinnsahnung, aber ich habe mich da halt während den LS, wo ich sozusagen, habe ich mich immer wieder reingefuchst, durchgelesen, Internet geschaut, was empfehlen die Man kann das ja für das total und einfach das. machen bei Horsch, bei Amazon und so weiter. Ja. Einfach gucken, was die Sachen denn haben sollen an PS. So, perfekt. Der wird leer schon langsam. Na, gekommen, Die Spitze. Map echt geil.
Ich habe ja auch schon überlegt, ganz am Anfang, bevor wir das Let's Play gestartet haben, ob ich die Map mal vorstelle. Irgendwie hatte ich dann das Wochenende keine Zeit. Sonst hätte ich Die es, glaube Map ich, ist so gemacht. extrem super. Halt, mir gefällt sie so gerade extrem, dass ich schon überlege, ob ich nicht bei meinem Let's Play umsteige auf die Map. Weil wir werden den Forstmod natürlich relativ lange noch machen, aber trotzdem auch als Landwirtschaftsmap. Wir sehen halt bei als Forstmap dann nur den Forst und den Landwirtschaftsteil eigentlich von der Map überhaupt nicht. Und die Map ist einfach so genial, halt die BGA zum Beispiel und der Hof finde ich so extrem schön Ich gemacht. finde, ich kenne keine Map, die diese kaufbaren Objekte besser integriert hat. Die alten Maps haben ja teilweise dann diese Barrieren, ich sag mal eine Mic-Map oder so, dass du quasi einfach nur die Dinger wegkaufst, und teilweise halt modified und so weiter das Gebäude dann ersetzt werden. Und ja, das finde ich schon deutlich, deutlich geiler. Da gefällt mir die Map gerade so extrem, weil ich bin da wirklich am Überlegen schon. Hab's zwar Würde ich halt noch nirgends eventuell angesprochen. etwas noch mit warten, bis du bleibt mal Zuschauer fragen oder so, oder man macht es. Ich würde Ja, es ich. wahrscheinlich irgendwie zu einem Rubileum, genau. Ja, Rubileum. 150 wäre halt das nächste. 150, 200, irgendwie sowas. Weil von der Dass man nicht so Maschinengröße her. mittendrin. Ja, ich habe eh schon öfter gefragt und die sagen auch viele, ja, die Map ist halt, ist zwar schön, was wir haben, sie würden dann auch sehen, sozusagen wollen, wie sie fertig aussieht, wenn man das ganze Zeug gekauft hat, dass ich mir sozusagen Geld dazu holen soll und dann einfach nur die Map kurz herzeigen. Aber bei deiner, da gibt es ja auch hier kaufbares Saatgutlager und so weiter, Ja, meine ich, ne? extrem. Da gibt's auch. Aber ich glaube, gibt es da auch Gebäude, die dann ganz neu aufploppen? Ja, Das habe ich BGA gar zum nicht mehr Beispiel, die so. BGA ist extrem. So, meine Motorsäge ist leer. Ich glaube, da drüben ist meiner. Passt Hat die denn perfekt. eine große BGA? Das ist ja Nein, eigentlich eine relativ kleine Map. kleine Hof-BGA ist es. Okay, komm. Eine kleine Hof-BGA, die mitten nachher zwischen den Häusern entsteht dort. Das ist wirklich super dort gemacht. Dort ist ein Erdhügel zurzeit, sozusagen Bauarbeiten vor mit Absperrung Ach und. ja, da kann ich mich noch dran erinnern, ganz am Anfang von deinem Let's Play. Finde ich eben ziemlich genial auch. Wollen wir das Holz jetzt abladen oder sollen wir das direkt verkaufen? Was ist direkt verkaufen? Achso, Direkt auf das Band legen ich würde oder noch fast so, hier? ich würde mal so viel auf das Band legen, dass der eine Anhänger voll ist. Kannst du wahrscheinlich ungefähr einen halben Anhänger reinfeuern. Das bedeutet aber, ich werde mal zuerst noch einen Agrovektor zumindest kaufen. Ja, kann ich dann eben rüberfahren, wenn du möchtest? Ja, dann kaufe ich den gleich einmal. Probieren wir es aus, ist gescheiter. Frontlader unter den Agrovektor kaufen. Ich setze ihn aber zurück, würde ich fast so sagen, oder? Weil sonst ist es doch weit zum Fahren. Das ist nun mal also hier. Passt. Die Zange müssten wir eigentlich dort haben. Ja, Zange habe ich gerade hier hingelegt. Ich habe gerade sitzt gerade noch im Merlo. Halt an- und abkuppeln kannst du es ja, nur mehr nachher nicht. Ja. Ich habe da jetzt ein bisschen was schon entastet. Also zumindest hoffe ich, dass ich. Man braucht schon lange zum Entasten für das Ganze, was wir da haben. Ja. Man muss es einmal raus haben. Wirklich komplett den Fokus auf den Baum, Vollgas und dran entlang laufen. Dann komme ich manchmal hin, dass ich wirklich den ganzen Baum in 2, 3 Sekunden fertig habe. Ja, das geht schon. Aber das Problem ist, dass teilweise unterhalb nachher Bäume liegen. Und du Ja. kommst gar nicht zu den Ästen hin, weil der Trigger zu weit Weil die unten ist. sozusagen in der Erde Ja. sind. Nein, nicht in der Erde, der andere Baum liegt drüber und du kommst beim drüberrennen, hüpfst du noch über den anderen drüber und dann hast du wieder ein Triggerproblem und bla bla. Es ist nicht so schlimm jetzt, finde ich. Ja, aber kann man halt mal gucken, wie man das löst. Na, wir werden das demnächst schon hinbekommen. Ich hüpfe halt gerne so einfach durch und dann schaue ich mal, dass ich das meiste Zeug. Dann gehen eh viele Äste schon weg, nur beim Durchhüpfen. Habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe beim Fahren versehentlich auf einen anderen Lenkmodus umgeschaltet. Der hat andere Lenkmodi, ich glaube, der hat nur einen. Der Merlo. Ich Ach fahre den so. Merlo jetzt zum Hof und hole dann dafür den Deutz. Weil dann So magst möchte du ich nicht das. unbedingt den Merlo noch unbedingt da rumstehen haben. Bisschen aufräumen, halten. Ja, du hättest ihm direkt in die Scheune halt stellen können, dort auch. Aber mir persönlich gefällt die Map echt wirklich auch gut, aber so ein bisschen für mich fehlt ein bisschen. Bisschen so das Bergige. Ich habe eine bergige Maps und die hier ist ja wirklich sehr, sehr flach. Passt natürlich auch sehr gut hier zu den Rest, aber es ist halt
nicht ganz das, was so Ich mein glaube, für einen persönlicher Geschmack ist. Forst-Mod brauchst du auch ziemlich eine Gerade. Oder sollte Ja. man. Oder zumindest keine Hänge so extrem. Ja. Also bei uns, das geht ja noch. Ja, darüber hinaus ist es halt dann, glaube ich, So. teilweise schon blöd. Da haben wir gleich noch einen Ast, habe ich gerade gesehen. Da haben wir noch welche. Der Muss. Merlo ist kaputt, der kommt in die Werkstatt bis zum nächsten Patch. So, schön langsam wird's dann was mit den nächsten. Boah, der Deutsch, der erinnert mich so richtig an alte Zeiten auf der Hagenschmap. Ich habe den nie gehabt. Den Agro Vector meinst du jetzt, oder wie? Ja. Den habe ich eigentlich nie gehabt. Der war immer so, was ich nicht haben will. Aber im nächsten Part entlade ich nachher, weil wir sind schon wieder am Ende, den Anhänger. Guten wird ein bisschen vielleicht schon wegrücken, da gehört eher ein bisschen was weggefahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, ciao Leute. Ciao.